Hallo und danke fürs Reinschauen. Ich befinde mich hier gerade auf einer kleinen, aber sehr gemütlichen Insel. Mein Kanu liegt ein paar Meter weiter weg. Wir haben besten schwedischen Sommer, 17 Grad, bewölkt, leichter Wind. Und ich werde mir hier gleich mein Lager für die Nacht errichten. Zu diesem Zweck habe ich zwei Zeltbahnen mitgebracht, und zwar die der norwegischen Armee. Und werde mal schauen, wie die sich so im Vergleich zu den ganzen anderen Zeltbahnen so schlagen. Ich habe ja schon ein paar ausprobiert, die polnischen, die ungarischen, natürlich auch die schwedischen. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie die Norweger so im Vergleich abschneiden. Also, bleibt dran! Ja, soweit erstmal nichts Besonderes. Ist halt eine doppelte Knopfleiste, die hier zusammengebracht wird, um die Zeltbahnen miteinander zu verbinden. Und so sieht das eigentlich bei den meisten anderen Zeltbahnen auch aus, die ich bisher gesehen habe. Ist natürlich ein bisschen Arbeit. Kann man sich natürlich deutlich einfacher machen, wenn man das zu Hause macht, wo man vielleicht ein bisschen besseren Untergrund hat. Gerade wenn es so in Richtung Herbst geht und es draußen feucht und nass ist. Schon deutlich besser, wenn man die Zeltbahnen vorher zu Hause zusammengeknüpft hat. Ich denke mal, so ist es gedacht, dass es dann aufgebaut so aussehen soll. Ist natürlich jetzt nicht viel Platz. Man darf aber auch nicht vergessen, dass solche Poncho-Zelte immer nur für die Not gedacht sind, für den kurzfristigen Schutz vor den Elementen. Ich werde mir jetzt hier die Seite noch ein bisschen hochholen, damit ich ein bisschen mehr Platz habe, mich da zu bewegen. Es soll jetzt heute Nacht auch nicht wirklich regnen, von daher ist es mehr Wind und Sichtschutz für mich und natürlich zum Ausprobieren, weil es Spaß macht. Ja, wo wir gerade dabei sind, das Lager so schön herzurichten, habe ich gedacht, kann ich auch mal mein Schlafsystem für heute Nacht präsentieren. Ich habe gedacht, ich probiere mal ein bisschen was anderes. Ich habe mir eine polnische Bettrolle besorgt, schon vor langer, langer Zeit. Ich kann dir mal kurz zeigen. Sieht dann zusammengepackt so aus. So sieht die polnische Bettrolle in ihrer ganzen Pracht aus. Ist eine Art, ja, Isomatte. Man kann hier die Füllung seiner Wahl einbringen, um ein bisschen Polsterung zu halten. Es ist schon ein bisschen Polster da, zumindest hier oben am Kopfende ist so eine Art Kissen eingebracht. Und um jetzt nicht hier irgendwelche Naturmaterialien zu sammeln, sondern ein bisschen Komfort zu haben, habe ich mir die 2/3 Isomatte der britischen Armee mitgebracht, die da super als Polsterung in die Bettrolle passt. Und weil die recht klein und einfach zu transportieren sind, habe ich mir sogar zwei mitgebracht.
Als wasserdichte Unterlage habe ich hier die allseits bekannte Elefantenhaut. Einfach nur, damit die Bettrolle sich dann über Nacht nicht mit Wasser und Feuchtigkeit vollzieht. Als letzter Teil meines Schlafsystems hätte ich dann die klassische Wolldecke. Die riecht, als wenn 5 Pferde drin verendet wären, aber schön warm hält. So, nachdem meine Schlafstätte für heute Abend eingerichtet ist, gehe ich jetzt zum gemütlichen Teil des Abends über. Ich hatte mich hier ein bisschen an den Steinen der Feuerstelle bedient, die hier vorher schon mal jemand angelegt hatte. Die schien mir jetzt so suboptimal zu sein, denn prinzipiell ist es verboten, auf den Felsen Feuer zu machen. Hier hatte man jetzt noch ein paar Steine drunter gelegt, aber die gehen natürlich auch bei der Hitze kaputt und da gibt es deutlich bessere Lösungen. Ich mache es mir mal ein bisschen einfach. Ich schleppe immer noch so ein Firepit mit als extra Ausrüstungsgegenstand. Aus dem einfachen Grund, man hat immer eine feuerfeste Unterlage. Das Feuer bekommt gut Luft von unten und man hat einfach weniger zu tun, das Feuer zu beaufsichtigen, weil man halt einfach einen stabilen Grund hat. Wenn ich mit dem Kanu unterwegs bin, habe ich auch immer mein eigenes Feuerholz mit dabei. Das Extragewicht spielt jetzt im Kanu keine große Rolle. Für mich ist es natürlich Luxus, auf der anderen Seite ist es natürlich auch umweltschonend oder naturschonend, wenn ich jetzt nicht hier Massen an Totholz zusammensuche, sondern das einfach liegen bleiben kann. Wenn man mit so altertümlicher Ausrüstung unterwegs ist, umgeben von Zeltbahnen, auf harter Unterlage schläft, gibt es meiner Meinung nach eine Sache, die man schon mal ganz gern vergisst. Und die besteht darin, sich selbst auch mal ein bisschen was zu gönnen. Ich habe mir deswegen jetzt mal ein paar Delikatessen besorgt. Ich habe Rentierfleisch aus Lappland, das ich mit ein bisschen Brot und Senf aus Dalarna essen werde. Und dieser Senf soll etliche Meisterschaften oder sogar Weltmeisterschaften gewonnen haben. Die sind zwar jetzt inoffizieller Natur, aber ich bin dennoch sehr gespannt, wie dieser Senf schmecken wird. Dazu trinke ich Skugens Guld, das heißt das Gold des Waldes, einen Moltebeerentee. Laut Beschreibung ist der Senf sehr stark und etwas süß-komplex mit einer Menge an Geschmäckern. Ein direkter, deutlicher und nuancierter Geschmack, der die Sinne öffnet. Ich kann nur sagen, der Werbetext hält sein Versprechen. Natürlich darf auch der Nachtisch nicht fehlen. Und zum Nachtisch gibt es handgemachte Pralinen aus Kiruna. Auch hier wurde ich nicht enttäuscht und ich wage zu behaupten, dass man das Handwerk deutlich rausschmeckt. Thank you.
Ja, jetzt habe ich es mir gemütlich gemacht. Nieselt leider schon seit dem Nachmittag unaufhörlich. Dadurch sind jetzt alle Sachen so ziemlich klamm oder werden gerade klamm. Auch die Decke war ein bisschen klamm. Nichts Wildes. Schauen wir mal, wie die Nacht wird. Ich hoffe, es fängt nicht an zu regnen. Dann muss ich improvisieren. Ja, wie man sieht, habe ich die Nacht überlebt. Über die norwegische Zeltbahn gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Ist halt eine Zeltbahn wie viele andere auch. Allerdings hat der Platz nicht ganz gereicht. Ich hätte wohl noch eine dritte Plane gebraucht, um halbwegs regen- und windgeschützt zu liegen. Hat die ganze Nacht genieselt. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ich werde jetzt trotzdem noch irgendwie mein Frühstück hier genießen. Die polnische Bettrolle als solche hat mich jetzt nicht so überzeugt. Die ist ziemlich kurz für meine Länge. Wenn ich versuche, mit den Füßen noch halbwegs angewinkelt auf der Rolle zu landen, lande ich mit der Schulter dann irgendwo am Kopfteil und damit ist dann gemütliches Liegen auch nicht mehr gegeben. Mir ist natürlich bewusst, dass die polnische Bettrolle nur in etwa eine Dreiviertellänge hat. Allerdings fällt das Kopfteil mit rund 40 cm so groß aus, dass es schwierig wird, sich auf der verbleibenden Liegefläche zu sortieren. Dann habe ich jetzt die perfekte Gelegenheit, gleich den Poncho auch nochmal als solchen zu testen. Naja, gehen wir mal rein, ne? Jetzt erstmal Kaffee. Ich habe jetzt mein Lager abgebaut, habe hier aufgeräumt und noch ein bisschen Draht mitgenommen, den jemand anders liegen lassen hat. Ich hoffe, das macht auch jemand für mich, wenn ich mal was verliere. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Regnet wieder zu. Deswegen schaue ich, dass ich jetzt hier wegkomme. Macht's gut.